Ja, also Interesse wäre auf jeden Fall da. Ich bin zurzeit noch in einer anderen Runde verpflichtet sozusagen. Aber da ist ein sehr interessanter Meister. Interessante Meister klingt jetzt nicht so angenehm. Ja. Leitet halt in den Tag hinein. Ich bin halt in Lovang, wo Johnny hat sich das ja durchgelesen. Da ist angeblich so eine Fexgeweihte, beziehungsweise laut Lore so eine Fexgeweihte, die da Stadtmeisterin ist. Und bei dem Meister ist halt die Stadtmeisterin eine Körperkraft 17 Ronderer Geweihte. Und wir treffen da auch einfach mal in so einem Hafenbordell den Vizeadmiral der Kunshamer Flotte in Lovang. Ich wollte gerade fragen, wie kommen wir denn dahin? Wenn du dir mal da so die Flussroute ansiehst, dann hätte er einmal um ganz Aventurien rumsegeln müssen, um dann da in, ich weiß nicht welchem Fluss, ich glaube im großen Fluss oder so, nee, im großen Fluss macht keinen Ja, Sinn. der mehrere kleine Penisflüsse muss er darunter den Svelte, bis er dann zum Lobanger Svelte immer mal kommt. Genau. Ja, am Und besten irgendwie noch bis nach Riva oben und dann ist ins Welt hochschippern. ja, genau. Da muss er halt lang, um da dann in Lovang anzukommen. Der ist ja mit einem Ja. Kajak dahin gefahren oder so. Ja, Aber aber auch, wenn die, wenn war die. auf jeden Fall eine interessante Begebenheit. Aber wenn die Stadtvogt in irgendeine KK-17 Rondre geweiht, ist sicher, dass ihr euch nicht einfach nur um 150 Meilen vertan habt und in Wahrheit in Donnerbach Ja, seid? ich will ja nicht sagen, aber Aventurien ist auch schon untergegangen, also von daher, also das Mittelreich ist untergegangen. Gruppe hat auch schon irgendwie den Grafen von Greifenfurt getötet. Aber Wie wie. auch immer. Und danach haben uns irgendwie 2 Dutzend Bannstrahler verfolgt. Greifenfurt nicht eine Markgrafschaft? Ja. Also keine Ahnung, wer da jetzt herrscht. Auf jeden Fall haben wir da irgendwen getötet. Da war ich leider nicht da. Hätte ich lustig gefunden. Und dann sind wir irgendwie nach Lovang geflohen. Und dann wurden wir, nee, wir sind nach Weiden gegangen. Und in Weiden wurden wir dann ausgezeichnet und zu Junkersen ernannt, weil warum auch nicht. Und dann sind wir alle nach Lovang gezogen und haben Lovang angegriffen. Was ja auch nicht von, ja, was auch immer sich da der Herzog von Weiden dabei gedacht Okay, hat. also, der Herzog von Weiden zieht Richtung Lovang. Und da ist alles voller Orks. Und Genau. was greift er an? Die einzige Stadt, die nicht voller Orks ist. Genau. Du Das. hast es verstanden. Die Weidner haben ja auch nicht irgendwie so eine bekannte Probleme mit Orks und überhaupt keinen Hass gegen Orks. Nein. Ich denke, ein Die bisschen, da ist hassen die Lovanger, das weil. Friede, Freude, Eierkuchen. Die hassen Lovanger, weil die hassen sie einfach. Nee, und da denke ich mir halt irgendwann, ja, ich weiß nicht, ob ich da noch lange ja mitspielen will, weil ist ein bisschen interessant, aber ein bisschen zu exzentrisch. Könnte man sagen. Der Stusslevel ist over 9000. Ja. Und dann hat Johnny da irgendwie eine Runde geleitet. Und dann habe ich voll aufs Maul bekommen und dann wurde Helmut Snipperino, mein Charakter, da getötet. Ich Und dann sollte war. nie, ich darf nie in einer Runde mitspielen, in der Johnny leitet. Ich krieg da nur aus dem Maul, jeden Tag, jede Woche. Ach. Nein. Eigentlich bin ich ein sehr gütiger Meister. Und das war einfach das Problem. Der alte Meister hat das schon so introniert, dass das Ganze schon sozusagen darauf hinauslief. Ich durfte dann nur noch das Ronderer-gefällige Todesduell ausfechten mit ihm. Ja, ich habe auch ein bisschen hart rumgetrollt. Mein Charakter war halt ein Söldner. Also generell waren wir halt eine Söldnertruppe. Wir waren irgendwie Junker und der Chorgeweihte ist zum Baron aufgestiegen, weil wir halt über Lovang wachen mussten. Und ich habe mich da halt wieder das übelste Arschloch verhalten und habe da irgendwie. Ich habe da auch. Wir hatten halt so eine Söldnertruppe. Ich habe irgendwie so einem Kind einen Dukaten gegeben und der Zwerg hat dann gesagt zu seinen Söldnern, die Söldner sollen dem Kind hinterherlaufen und es verprügeln und den Dukaten zurückholen. Da habe ich mir auch so gedacht, ja gut. Beziehungsweise habe ich das dem Zwerg gesagt, dass er das machen soll. Das war so ein bisschen Troll-Level over 9000. Dann kam da auch irgendein Bettler, dem habe ich dann auch seine Bettlerschale geklaut. Also mein Helmut Snipperino war auf jeden Fall ein richtig netter Typ. Und eigentlich wurde da permanent nur getrollt. Das war halt so Vollrunde auf jeden Fall bis jetzt. Ja, wenn der Meister, ne, Stusslevel over 9000 liefert, dann denken sich die Spieler doch wohl auch, ja, dann kann ich ja wohl auch nur noch rumtrollen, um das lustig zu ertragen. Ja, also wie gesagt, ich hätte Lust und Zeit, am Freitags mitzuspielen.